So, liebe Freunde, wir sind wieder da bei Witcher 3 Hearts of Stone. Ich habe jetzt in der Folgenpause einiges an Geld zusammengesammelt. Wie ihr seht, haben wir wieder 18.000. Ich habe mal die ganzen Sachen verkauft bei den richtigen Händlern und vor allem aus dieser Schatzkammer hatten wir ja übelst viele Rubinketten und so eine Scheiße. Und die habe ich einfach mal alle verkauft. Und da kam jetzt wirklich einiges an Geld zusammen. 10.000 ungefähr, 10.000, 11.000 müsste es gewesen sein. Und jetzt bin ich hier schon mal zum Runenschmied gegangen. Und dann können wir hier direkt beim Runenschmied uns die besseren Werkzeuge für ihn kaufen. Und dann schauen wir mal, was er dann so machen kann. Also kaufen wir das einfach mal. Hier ist mehr Geld. Holst du davon bessere Ausrüstung? Ja, ich hoffe doch, dass er sich davon nicht zusäuft. Tausendfach. Zu gütig bist du zu mir, wahrhaftig. Deine Arbeit ist das Geld wert. Naja, bisher war sie noch nicht das Geld wert. So, mal schauen, was jetzt passiert. Fleißig bei der Arbeit, das sieht man gern. Oh ja, ich habe passende Werkzeuge in Auftrag gegeben, bei Novigrader Handwerkern. Einiges hat es gekostet, aber jetzt kann ich wieder richtig loslegen. Oder brauchst du noch mehr Geld? Neue Runen, Glyphen und Schemata habe ich angefertigt. Anschauen solltest du sie dir. Vielleicht gefällt dir ja was. Anschauen du sie solltest. Vielleicht gefallen dir etwas tut. Dich hält jetzt also nichts mehr zurück? Sag jetzt bitte nicht, dass du noch mehr brauchst. Vom Herstellen meisterlich gefertigter Runen? Was? Ich brauche noch wesentlich mehr Geld dafür. Alter. Leider. 15.000 hast du jetzt schon mich gekostet. Und nochmal 15. Yo! Warum auch nicht, Alter? Da kann ich ja. Ey, was ich mit. Ey. Meine Fresse. Ich würde gerne einen Blick auf dein Angebot werfen. Ja, schauen wir halt mal, was der Kollege so dabei hat. Okay, der hat jetzt zumindest hier schon mal einige gute Glyphen am Start. Und was sind das? Ach, das sind die Schemata dazu. Okay. Dann schauen wir mal handwerkmäßig. Der könnte uns sogar. Hä? Der kann sogar so Sachen bauen? Hä? Kann der alles bauen? Ach, siehst du, ich wollte auch mal das Vipern. Ah, genau, die Vipernschwerter. Plus 48. Und dann werde ich wohl mir die Vipernschwerter bauen. Vipern-Giftstall. Hä? Wo ist da der? Achso, das ist das. Das ist das für Level 2. Vipern, das ist für 39. Das heißt, ab dem nächsten Level werden die Vipern-Schwerter gebaut. Aber das heißt, der kann mir einfach alles herstellen. Vipern-Giftstahlschwert. Haben wir das Silberschwert auch schon? Ich weiß es gerade gar nicht. Ist es das? Nee, das ist für Stufe 1. Das heißt, das Silberschwert haben wir noch gar nicht gefunden. Aber das Stahlschwert sah doch schon ganz gut. Das heißt, mir fehlen jetzt noch 12. Nee, 7. 7.000 fehlen mir. 7.000 fehlen mir. Ja, heiliger Strohsack, ey. Kann ich dem dann auch. Habe ich noch irgendwas zum Verkaufen? Ich glaube, ich habe noch ein bisschen von denen hier übrig. Boah, der gibt da aber nicht so viel. Der Händler in Novigrad hat dafür mehr gegeben. Bei dem hätte ich 600 dafür gekriegt. Ja, jetzt schauen wir mal kurz. Verzauberung. Hast du jetzt. Oh, jetzt hat er hier einiges an neuen Scheiß am Start. Schauen wir mal, was kannst du denn jetzt so auf die Rüstung machen? Gegner auf die Achse stehen mit jedem Schaden. Zwei. Alle Angelegenheiten gelten als mittelschwer. Mhm. In jedem Falle. Beim einzelnen Kampf. Ja. Oh, das ist zwar cool, aber eigentlich ist das Verbrennen eins der besten Sachen an Igni gewesen. Die Rüstung lenkt alle Pfeile ab. Ach, das da oben sind die besseren. Das sind die, die hier unten sind die, die wir eh schon gehabt haben, oder? Aha. Das hier wäre es vielleicht wert. Zündung ist, finde ich, bisher eins der besten. Dass die ihre Gegner noch vielleicht mit in Brand setzen. Aber ganz ehrlich, das lohnt sich doch nicht, die irgendwie Zeichenintensität dafür rauszunehmen. Also erhöht die Reichweite von Wirbel um. Wirbel?
Hab ich doch nicht mal. Jeder tödliche Hieb, den du austeilst, stellt 25% deiner Ausdauer wieder her. Auch nicht so geil. Für tödliche Hiebe, die mit dem Schwert landest, erhältst du 0,1 bis 0,25 Adrenalinpunkte. Adrenalinpunkte kriege ich so schnell zusammen mit der Bärenausrüstung, also... Da ist ja bisher immer noch nicht was wirklich Gutes dabei, muss man mal ehrlich zugeben. Okay, Fassungen kann ich auch nirgendwo hinzufügen, da unsere Rüstung eh schon eine der besten ist. Danke. Bis ja, dann. Das ist ja, bis jetzt bist du dein Geld nicht wert, Alter. Dafür, dass du einer der teuersten Kollegen in ganz, der ganzen Umgebung hier bist. Schauen wir mal, ob wir bei dem die Ringe und so verkaufen können. Moment. Wo waren die jetzt? Ah, hier. Wie viel gibst du? 105 und 404 ist ja noch weniger. Nee. Da verkaufe ich sie lieber irgendwann mal in Novigrad. Geh und der. Halt dein Maul. So. Nun gut, die Frage ist jetzt, gehen wir zum Van Everick Anwesen, machen wir den Hexerauftrag und ich habe gesehen, ich kann hier auch noch die Schemata für den Kollegen hier suchen. Aber eigentlich interessiert mich das Van Everick Anwesen am meisten. Gehen wir da einfach mal hin. Machen wir erstmal das, aber ich glaube, das war ziemlich scheiße gelegen, wenn ich mich richtig erinnere. Jo. Das heißt, wie kommen wir da am schnellsten hin? Ja, eigentlich können wir reiten. Ja, stimmt. Stimmt. Letzte, komm her. Auf geht's, ab geht's. Ach, das sind ja nur 370. Das ist ja quasi ein Katzensprung. So. Ich bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht mehr, die letzte Aufnahme ist ein bisschen her. Aber ich glaube, wir mussten irgendeine Blume besorgen. War das nicht so? Eine Blume, die er irgendeiner Frau gegeben hat. Und die mittlerweile schon verwelkt sein wird. Und die sollen wir... Huch, was geht? Oh. Oh, auf einmal wird das hier ganz trüb und nebelig. Hey, kannst du mich hören? Ja. Bin direkt neben dir, Mann. Völlig verrostet und überwuchert. Ich brauche einen anderen Eingang. Ist da jemand? Ey, scheiß nur hier so rum. Kendrick! Kendrick! Kendrick Lamar? Bist du da? Nicht so laut. Oh, Götter, hast du mich erschrocken? Nicht so laut, habe ich gesagt. Der Nebel ist übernatürlich. Darin kann sich alles verstecken. Neblinge oder Nymphen. Deren Aufmerksamkeit willst du nicht, glaub mir. Neblinge? Heilige Mutter Melitele, was mache ich hier bloß? Ziemlichen Unfug. Gute Frage, was machst du hier? Wer ist Kendrick? Ne, fragen wir lieber, was er hier macht. Gute Frage. Was machst du hier? Also, Kendrick und ich, wir dachten, das Haus steht seit Jahren leer. Es ist doch schade um all die schönen Sachen. Mhm. Diebe also. Diebe bestehlen die Lebenden. Wenn man's den Toten nimmt, wen schert's? Du weißt schon, dass ein Van Everick noch Kendrick lebt. Kendrick wollte die Tür öffnen. Ich hab Wache gestanden. Da hab ich seine Lampe zerspringen hören. Dann nichts mehr. Ich hab gerufen, aber... Na, mach jetzt einen Abflug. Ich gehe da rein und suche nach Kendrick. Was zur Hölle? Was war das? Einer dieser Neblinge? Er schaut mir nicht nach Nebling aus. Nein. Puh, da fällt mir aber ein Stein vom... Ich sehe nach, was das war und wo dein Partner ist. Du... Ich warte hier bestimmt nicht. Bin weg. Ja, bessere Entscheidung. Schickes Anwesen, wirklich. Suche nach dem Komplizen des Diebes. Wie soll ich bei dem Nebel eine Rose finden? Ich suche das Gelände mit Hilfe deiner Hexersinne nach der lilafarbenen Rose. Da, jemand die ist lilafarben. Kümmert sich um die Beete. Lila Rosen sehe ich aber keine. Hier ist ein Sack. Frischer Dung. Okay. Da vorne ist ein Kreis, dann gehen wir doch mal dahin. Schwarzer Hund. Recht abgenutzt, viel benutzt. Frage mich von wem. Das ist echt eine gute Frage. Das Wasser ist eisig, wie ein Bergfluss. Die wilde Jagd. Scherz.
Hey Hundi, was geht ab? Ein Grab? Hier? Was machst du an einem Ort wie diesem? Oh, du schaust ja nicht so freundlich aus. Verschwinde besser, ehe dir was geschieht. Warte jetzt ab. Okay, ich muss da hoch, aber ich will mich hier eigentlich noch ein wenig umgucken. Da vorne ist auch noch so ein toller orangener Kringel. Bienenstöcke, gepflegt, aber in Winterruhe. Das heißt, irgendjemand betreibt dieses Anwesen. Muss ja so sein. Sonst wäre es ja ein bisschen abgefuckter, oder? Das Holz ist komplett verrottet. Okay, das hier ist verrottet. Keine lila Rose. Vielleicht irgendwo hinten. Huch. Was ist das für ein Geruch? Kann ich den untersuchen? Der ist ja auch nur hier auf der Stelle. Ist das ein Bug? Oh, es riecht nach Furz. So, ey, dann gehen wir einfach mal da rein. Fuck that. Gehen wir einfach da rein. Wo geht's hier rein? Da geht's rein. Huch, da ist die Lampe. So wie es ausschaut. Kaputte Lampe. Und zertrampelter Boden. Naja, getanzt wird er hier nicht haben, ne? Hier wurde was entlang geschleift. Eine Leiche. Folge den Spuren am Boden. Kann ich da nicht rein? Ich klopfe einfach mal. Hallo! Ich bin's. Okay. Hier wurde ein Verwundeter entlang geschleift. Ein Verwundeter? Wie siehst du das denn, dass er verwundet war? Man sieht hier nur Schleifspuren. Und können. Spuren von Nagelstiefeln kommen aus dem hinteren Teil des Gartens. Oh, da wird es wohl im hinteren Teil des Gartens eine Lösung dieser Rätsel geben. Öffne das Tor. Öffnen. Katz. Schwarzer Hund, schwarze Katz. Ah, du schaust ja auch sehr freundlich aus. Zisch ab, Mieze. Hier ist es. Was ist das? Gräbt da jemand? Oh je, Mini, es wird ja immer besser. Was haben wir denn hier, Mieze? Was hast du denn da gefunden? Dietrich muss dem anderen Dieb gehört haben. Okay. Oh, oh, oh. Ah. Was hat er jetzt gesehen? Ist da hinten die lila Rose? Ohne Grabstein, aufgereiht wie ein Blumenbeet. Ist so geil, wie er einfach völlig cool bleibt. Hörst und so du mich? Pick drauf gibt, dass der da oben anscheinend gerade eine Leiche verbuddelt. Geh doch jetzt bitte einfach hoch. Der andere Dieb, verstümmelt. Alter, was geht? Wer bist du? Was geht denn mit dem Typen ab? What the fuck? Verdammt. Was ist das? Der hat... Verdammt, bist du hässlich. Das trifft's ganz gut. Der ist nämlich ziemlich hässlich. Boah, Alter, Falter. What the fuck? Der hat sich gerade auch irgendwie gehalten. Okay, wenn er mich trifft, heilt er sich. Das ist natürlich weniger geil. Wenn er mich trifft, heilt er sich. Das ist echt mega scheiße. Muss ich warten, bis er das hier macht, oder was? Scheinbar, ne? Oh, der heilt sich vor allem für mega viel. Das heißt, dodgen bis zum geht nicht mehr. Warten, bis er seinen Ultima-Schlag da macht. Den hier. Raus. Er hat mich auch noch erwischt. Ja, leck mich doch am Sack.
Okay. Weg. Was ist das für... Was zur Hölle? Da denkt man, man hat alles gesehen, was er macht, und dann macht er noch irgendeinen anderen Fehler. Was ist jetzt los? Alter, nein! Okay. Ja, so viele wieder kommen. Wow. Alter, das ist mal ein harter... Was ist das? Ey, ich komm gar nicht drauf klar. Mach jetzt ein... Alter Falter. Okay, das ist dann anscheinend jetzt eine andere... Gott im Himmel, ey. Hab Schlag schon. Scheiße. Alter, ich schaff das nicht. Da muss man mit X... Da muss man wegrollen. Wenn ich das jetzt noch vernünftig hinkriegen würde, aber der hat sich ja schon fast wieder... Das wird ein längerer Kampf. Das kann ich jetzt schon sagen, ey. Wieder alles zunichte gemacht, was ich gerade geschlagen habe. Dann bin ich zu früh ausgewichen. Das war natürlich jetzt auch scheiße. Betäubt. Oh, Alter, ja klar, jetzt macht das einfach zweimal hintereinander, oder was? Also ganz ehrlich, mir war das mit dem großen Schlag, das war mir ernsthaft, das war mir lieber. Oh, jetzt bin ich zu weit weg. Und gehe natürlich trotzdem hin, so clever wie ich bin. Wenn er so nah dran ist und diesen Scheiß macht, ist das doch ein Ding der Unmöglichkeit, da auszuweichen, ey. Hä? Alter, komm, ich hab doch gedrückt, ey. Vielleicht soll ich auch mal versuchen, ihn so zwischendrin mal ein bisschen zu erwischen, aber ich glaube... Ja, genau, als... Oh Mann, ey. Der Kampf dauert ja ewig. Und ich glaube, der kommt aus dieser Phase erst wieder raus, wenn ich ihn einmal ein Drittel seiner Leben abgezogen habe. Na, ey. Ach, Mann, ey. Jo, das war natürlich schlecht. Ich frage mich gerade, wenn er mich anrennt, kann ich dann auch einfach nach hinten gehen? Ja, kann ich. Ist wahrscheinlich die bessere Alternative, einfach nach hinten wegzugehen. Mann, du kannst den echt nur hauen, wenn er seine Scheiße da macht. Ansonsten... Jo. Mann, ey.
Jetzt soll ich einfach mal die Fresse halten und mich konzentrieren. Zwei Schläge sind vernichtet, wenn er mich einmal trifft. Nein. Alter Falter, ey. Was für eine Mistratte, ey. Okay, es wird anscheinend nicht abgebrochen. Nein, 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 nein! Alter, scheiße, ich dachte, er schlägt. Also viel Schaden macht er ja an sich nicht. Das einzige Problem ist, dass es voll in die Länge gezogen wird, weil er sich halt hochhält. Das war doch mal eine gute Trefferfolge. Aber es war auch sauknapp. Da komme ich nicht mehr rein. Ich muss mir versuchen, diagonal wegzurollen, damit ich nicht so weit von ihm weg bin. Viecher. Alter, nein! Hey, warum gehst du Das ist zu krass, was der da für einen Heal kriegt. Wo ist noch einer von denen? Da sind noch alle. Oh, oh Gott, der Herzliche hat mich hier gar nicht erwischt. Okay, 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 okay. Oh, das macht beides. Aber das ist mir ehrlich gesagt lieber. Weil bei dem Schlag kommt man wenigstens an ihn ran. Uah. Aber vielleicht hätte ich ihn finishen können. Uah. Vielleicht jetzt? Nein, da war ich wieder zu gierig, ey. Voll weg. Da war ich gerade zu gierig. Jetzt muss es vorbei sein. Heilige Scheiße. Das war ja mal ein Gegner, ey. Puh! Was zum Teufel war das?
Kein Gesicht, deformierte Organe. Wie kann das Ding lebendig gewesen sein? Das ist eine gute Frage. Also, die Philosophen debattieren ja noch, was lebendig eigentlich heißt. Ich würde ja staunen, aber nicht nach dem, was ich gerade gesehen habe. Wer seid ihr? Tiere jedenfalls nicht. Betrachte uns als Freunde des Hauses. Was ist mit dieser Familie los? Ihr seid zum Zweimüsse. Was war das für, was ist das für ein Ding, Alter? Was ist damit? Was könnt ihr mir dazu sagen? Ein Freund von euch? Wir haben ihn den Pedell genannt. So eine Kreatur habe ich noch nie gesehen. Woher kam sie? Von sehr weit fort. Der Pedell sollte Herrin Iris und das Haus bewachen. Er hat sich um den Garten und um ungebetene Gäste gekümmert. Das ist nett. Von sehr weit fort. Woher denn genau? Der Name des Ortes würde dir nichts sagen. Ich war schon an einigen Orten, aber... Was ist mit euch? Was führt ihr für einen Mummenschanz auf? Hättet ihr mich nicht warnen können? Nein, wir sind zur Diskretion verpflichtet. Warum redet ihr dann mit mir? Warum? Nun, wir haben selten Gelegenheit, mit Menschen zu reden. Wir sind neugierig, was dich herführt. Ich brauche eine bessere Antwort als diese. Später. Okay, dann erzählen wir denen halt einfach mal von der Lila Rose. Kennt ihr den Hausherrn, den Eigentümer? Olgierd von Everreck? Ja, wir kennen ihn, aber er ist fort. Seine Frau ist Hausherrin geworden. Fein. Ist die Hausherrin von Everreck da? Könntet ihr ihr ausrichten, dass sie einen Gast hat? Warum willst du sie sehen? Ich bin hier, um die lila Rose zu holen, die Olgierd Iris gegeben hat. Iris ist drinnen, oben in der Schlafkammer. Nimm diesen Schlüssel zur Hintertür. Ich muss mich wohl selber vorstellen. Alter, was zur Hölle geht hier eigentlich ab? Wie soll ich euch anreden? Hä? Wo sind die denn? Wie jetzt? Unsere Namen behalten wir lieber für uns. Hä? Sind die jetzt schon davor gelaufen, oder was? Was ist denn mit dieser Schaufel hier? Spaten des Pedells. Pedells. Pedells oder Pedells? Pedells? Lol. 3 Schaden. 10% des bewirkten Schadens wird zur Vitalität. Krasser Scheiß. Gibt's da oben noch irgendwas? Da ist einfach mal der Typ hier. Alter Falter, ey, das war jetzt ein Kampf. Na gut, dann schauen wir mal, was in dem Haus auf uns wartet.